Ja, moin moin, liebe Journalisten, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 10. Spieltag, an dem der HSV am Sonnabend um 15:30 Uhr bei der Hertha aus Berlin antritt. Uns werden bis zu 7.500 HSV-Fans begleiten und ich begrüße herzlich unseren Cheftrainer Markus Gisdol. Bitte um Ihre Fragen, kurzes Handzeichen. Und Wolfgang Stephan ist heute nicht da, das heißt, jemand anderes müsste einspringen. Martin Sonnleitner für die Welt. Gleich mal zum Sport, vielleicht an eingangs. Und zwar, Tore, Armut, wie wollen Sie dem handhabt werden? Also die letzten Meter, also der Kollege von Hertha sagte, dass Hertha das ja auch fehlt, das Tore schießen. So ein bisschen die letzten Meter, wie sieht es mit dem HSV aus, Ihrer Analyse nach? Sind es die letzten Meter oder fehlen die Bindungen zwischen den Mannschaftsteilen? Okay, jetzt. Okay, aber schön, dass wir mit Sport anfangen. Es war schon mal gut. Zunächst einmal, ich glaube, dass wir gegen Mainz schon eine Reihe von Torchancen hatten und da auch schon zwei Tore erzielt haben. Dass wir gegen Bayern wahrscheinlich nicht fünf Tore schießen, war klar. Wir auch trotzdem da auch in aussichtsreiche Positionen kommen. Deswegen sehe ich das jetzt nicht als unser letztes Problem, was das Toreschießen angeht. Und wenn es bei Hertha so ist, dann ist es gut und es wäre schön, wenn es weiter so bleiben würde dort. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt, erste Reihe. Dann würde ich mich ja mit einer Hertha-Frage anschließen. Haben Sie das Spiel gestern vom Sofa aus geguckt oder sogar im Stadion? Und tatsächlich brennt es ja ein wenig in Berlin, wenn man das alles so liest und hört. Wie schätzen Sie die Lage bei Ihrem Gegner ein? Natürlich habe ich das Spiel gestern angeschaut. Pflicht, ja, ist auch aufgenommen und dann noch, danach noch mal ein paar Szenen angeschaut. Man muss eines mal sehen, dass in Berlin natürlich jetzt gefühlt 3, 4 Jahre ja, so stabil und stetig bergauf ging und mit tollen Erfolgen und sie sicherlich aktuell nicht ihre beste Phase haben. Ja, das brauchen wir auch nicht schönreden oder irgendwie versuchen, den Gegner jetzt stark zu reden, sondern die haben nicht ihre beste Phase. Sie wirken aktuell etwas verunsichert und nicht in ihrer besten Verfassung. Aber trotz alledem ist es eine Mannschaft und ein Verein, der sehr stabil gewirkt hat in den letzten Monaten und Jahren. Und deswegen sind wir immer gewarnt, dass diese Mannschaft auch jederzeit wieder zurückfinden kann in die Spur. Aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich diese vermeintliche Schwächephase des Gegners dann auch ausnützen. Und man hat gestern in dem Spiel auch schon gesehen, dass eine gewisse Verunsicherung da ist. Ja, und da wollen wir natürlich reinstoßen. Simon Brasch von der Mopo. Kleine Rückblende. Sie haben vor 3 Jahren, glaube ich, mal mit Hoffenheim 5-0 in Berlin gewonnen. Haben Sie da irgendeine Erinnerung an dieses Spiel? Ja, das war damals der Vorrundenabschluss, wenn ich mich richtig erinnere. Das war das letzte Spiel vor Weihnachten, wo wir da hatten und da ging die Vorrunde dann für uns zu Ende. War, glaube ich, weil damals hatten wir in einem Kalenderjahr 50 Punkte gemacht. Das war unser 25. Punkt in der Vorrunde. Deswegen kann ich mich noch gut daran erinnern. Es war ein außergewöhnliches Spiel, dass wir schnell zu unserer Seite biegen konnten. Natürlich war das ein schönes Erlebnis und wäre schön, wenn wir was Ähnliches jetzt auch produzieren könnten. Dann nochmal Kai Schiller vom Abendblatt. Ich hätte Sie ja am Sonntag einmal kurz nach Bobby Wood gefragt und sinngemäß haben Sie geantwortet, dass es bei Stürmern so ähnlich wie bei Torhütern, dem muss man halt Vertrauen geben und das müssen Sie auch spüren. Merkt man eigentlich als Trainer so im Laufe der Woche, ob sich da irgendwas tut oder kann man das nicht einschätzen und das bleibt dabei, Vertrauen geben und hoffen, dass irgendwann sozusagen der buchstäbliche Knoten platzt. Ja, ich schaue vor allen Dingen, wie sich die Jungs natürlich geben und wie sie vor allen Dingen auch im Training arbeiten und sich reinhängen und versuchen da sogar mit extra Torschussübungen oder extra Videositzungen. Bobby ist einer, der fragt dann nach und sitzt dann nochmal eine halbe Stunde nach dem Training auch zu mir oder zum Videoanalysten hin und lässt sich nochmal Szenen zeigen. Also der arbeitet unglaublich hart und schuftet dafür, wieder richtig gut in die Spur zu kommen, seine Tore zu machen und gute Aktionen zu haben. Deswegen bin ich auch sicher, dass er das wieder erreichen wird. Ja, und der befindet sich da gerade aus dem Weg raus und tut alles dafür. Ja, deswegen
kann ich die Situation mit ihm sehr gut einschätzen. Und wenn das alles nicht der Fall wäre, dann würde ich mit ihm natürlich anders umgehen müssen oder ihn dazu auffordern müssen. Aber es ist eher fast das Gegenteil der Fall, dass ich ihm immer wieder sagen muss, ein bisschen, lass auch ein bisschen locker. Ja. Du kommst da wieder raus, ja, arbeite hart, wie du das machst, aber nicht, dass sich nur alles jetzt darum dreht, um die Frage, wie du jetzt das nächste Tor machst oder ein bisschen Lockerheit auch in das ganze Thema mit rein, aber er bringt da unglaublich viel ein. Gibt es noch weitere Fragen? Simon Brasch nochmal. Ich habe noch eine allgemeine Frage. Gestern Abend Leipzig-Bayern, haben Sie wahrscheinlich ja auch gesehen, gab wieder ein paar Szenen, über die diskutiert wird. Gab hier ja in Hamburg neulich auch einen Zwischenfall. Ja, ganz platt gefragt, gibt es einen Bayern-Bonus? Gibt es sowas? Das ist ein schwieriges Thema. Aber ich weiß nicht, ob es das bewusst gibt oder in irgendeiner Form. Natürlich, wenn eine Mannschaft immer so an der Spitze steht und immer als die beste Mannschaft in Deutschland gilt, betrachtet man Situationen natürlich immer speziell. Und die engen Situationen waren dann natürlich nochmal deutlicher analysiert und darüber gesprochen. Natürlich ist es jetzt ein bisschen viel gewesen in den letzten beiden Spielen, wenn man die mal beide nimmt. Aber auf der anderen Seite hat sich Bayern einfach auch eine gute Position über Jahre hinweg erarbeitet, sodass halt dann diese alle Situationen natürlich auch speziell betrachtet werden. Aber ja, das war jetzt schon, ja, kritisch die letzten zwei Spiele, möchte ich mal vorsichtig sagen. Markus Jürgensen, Sky Sport News. Herr Gistor, Sie haben ja als Trainer immer Wünsche, ne? So Spielerwünsche, was Sie gerne dann auch im Kader verändert haben möchten. Wenn Sie so ein bisschen Blick auf die Zahlen werfen, die werden Sie ja wahrscheinlich im Einzelnen nicht kommentieren, aber glauben Sie, dass das auch Ihre Arbeit beeinflusst, wenn Sie solche Bilanzen sehen? Und macht Ihnen das ein bisschen Sorgen? Erstens bin ich Trainer und kenne mich mit den Zahlen unseres Vereins nicht so gut aus. Da gibt es natürlich unsere Experten und da weiß ich, dass wir auch sehr gute Leute in unserem Verein haben, die alles Mögliche tun, dass wir gut aufgestellt sind. Ich mache mir da keinerlei Sorgen in irgendeiner Hinsicht und versuche auch solche Dinge immer wieder auch auszublenden, um mich auf das zu konzentrieren, für das, was ich da bin. Und es ist nun mal Trainer meiner Mannschaft zu sein und mich um Sportliche zu kümmern, so wie man sich immer wünscht, dass die Leute aus dem Bereich sich dann aus dem Sport ein bisschen raushalten. So habe ich mich rauszuhalten aus dem Thema. Aber wir haben da ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zueinander. Jo, noch eine Nachfrage zu dem Thema wahrscheinlich? Völlig klar, dass Sie die Zahlen nicht kommentieren, aber ich wollte ein bisschen darauf hinaus, wenn Sie dann zum Beispiel im Winter sich überlegen sollten, noch konkrete Wünsche zu haben, weil Sie vielleicht die sportliche Situation so einschätzen, dass Sie nachbessern wollen und es wird Ihnen gesagt, dass Sie vielleicht finanziell keine Möglichkeiten haben, dann hat das ja durchaus vielleicht auch Einfluss auf Sie. Das meine ich damit. Ja, das ist ja tatsächlich noch kein Thema gewesen in unseren Besprechungen. Ja, das müsste man dann besprechen, wenn es dann soweit wäre und dann sieht man, welche Möglichkeiten da sind. Aber da weiß ich momentan nicht die richtige Antwort drauf. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Das haben Sie ja letzte Woche nach dem Bayern-Spiel viel Lob bekommen. Jetzt ist Berlin halt wahrscheinlich ein Spiel mit veränderten Anforderungen. Wie schätzen Sie das denn ein? Ja, dass natürlich ein Spiel in Berlin anders ist wie eins gegen Bayern, das ist klar. Zum anderen ist es für uns wichtig, dass wir unsere Leistung richtig einschätzen, die gegen Bayern München. Dass es auch ein besonderes Spiel war, dass wir da aber das gut gemacht haben. Aber deswegen im nächsten Spiel nicht ein Prozentpunkt Vorteil hast, nur weil du letzte Woche gut gespielt hast. Also du musst erst wieder diese Leistung bestätigen und da wieder an deine Grenze kommen und an deine Grenze gehen in so einem Spiel auch. Dann kannst du das Selbstvertrauen, das du da rausgetankt hast, dann auch entfalten in der nächsten Partie. Aber nicht denken, dass wir jetzt da irgendwie das Spiel nur im Ansatz deswegen leichter hätten in Berlin, sondern ja, die Leistung nur einzuschätzen, um zu sagen, okay, es funktioniert, es geht, aber es geht nur, wenn wir dann an die Grenze wieder gehen und dann können wir davon profitieren. Lars Pegelow, NDR 90,3.
Herr Gisdol, wie heiß sind Sie eigentlich, endlich mal wieder draußen Samstagabend zu haben, in der Gewissheit, es waren 3 Punkte? Ja, das ist eine Frage, die sich eigentlich erübrigt. Wir spielen jede Woche natürlich, um zu gewinnen. Und es gibt nichts Schlimmeres als im Leistungssport oder generell im Sport, glaube ich. Das kennt jeder, ein Gefühl, nicht zu gewinnen oder unentschieden zu spielen. Das ist einfach nicht so gut wie zu gewinnen. Und da sehnt man sich danach und das möchte man natürlich oft haben. Da könnte man sich auch schnell dran gewöhnen, das immer zu haben. Ja, und das andere will man eigentlich irgendwie gar nie an sich ranlassen. Natürlich wünschen wir uns, dass wir das so schnell wie möglich jetzt wieder haben, dieses Gefühl. Kai Schiller, Abendblatt nochmal. Es sind ja noch Herbstferien. Besteht die Chance, dass Fiete Arp jetzt nach seiner Rückkehr heute oder morgen und morgen trainiert und wäre er auch dann ein Kandidat für den Kader? Ich habe vor seiner Abreise natürlich nochmal alles mobilisiert, dass wir seine schulischen oder die Koordination seiner Schule so gut wie möglich jetzt nochmal analysieren und koordinieren, damit wir ihn so häufig wie möglich jetzt auch schon in unserem Kader in der Profimannschaft haben. Das ist uns so weit gelungen, dass er, denke ich, jetzt vielleicht von 5 Trainingseinheiten oder von 6 Trainingseinheiten vielleicht 4 bei uns dann jetzt in Zukunft auch machen kann. Damit rückt er natürlich näher auch an unser Team ran. Er ist jetzt natürlich von dieser Weltmeisterschaft schon noch ein Stück weit kaputt. Ja, er ist gestern das erste Mal da gewesen, ne, hat natürlich noch die Zeitumstellung, Klima und so weiter, alles natürlich in den Knochen, die viele Spiele, die er jetzt gemacht hat. Ich muss mir ihn heute anschauen. Ja, er ist heute auch bei uns und er ist auch jetzt die ganze Woche bei uns. Ob das schon Sinn macht, ob das schon geht, ob er sich schon in der Verfassung präsentiert, dass es Sinn machen würde, ihn dazuzunehmen. Aber natürlich ist er für uns jetzt auch eine steigende Option, also eine Option, die Woche für uns interessanter wird, je mehr er dann auch jetzt enger bei uns trainieren kann und nicht nur einmal die Woche, wie es in der Vergangenheit der Fall war. NDR Fernsehen. Ich habe auch noch eine Nachfrage zu Fiete Arp. Viele Fans waren ja zu Recht begeistert in den letzten Wochen. Welchen Schritt kann so ein junger Spieler mit so einem Turnier machen für seine Persönlichkeit, für seine Entwicklung? Und zum anderen, warum ist so ein Juniorenturnier doch noch ein anderer Schnack als Fußball-Bundesliga? Ja, schauen Sie sich doch die Spiele an. Haben Sie es angeschaut? Die U17-Spiele, das sind halt Jugendspiele. Das sind halt nach wie vor Jugendspiele. Das sind junge Burschen, ja, wo die Spiele unglaublich wild auch oft sind natürlich. Ja, sehr stark hin und her schwanken, hat vor allen Dingen körperliche Art natürlich ein großer Unterschied zu einer Profimannschaft, zu einer Intensität eines Profispiels, aber vor allen Dingen ist natürlich auch der Druck, aber die Emotionen, die dann reinspielen, wenn du in der Bundesliga spielst oder in der ersten Liga, nochmal eine ganz andere als in so einem Wettbewerb, der sich auch toll anhört, aber U17-Weltmeisterschaft ist für mich sowieso verrückt, dass sowas mittlerweile live im Fernsehen übertragen wird, aber die Jungs auch verrückt gemacht, ja, lass die doch da kicken und das ist in Ordnung, aber das muss ja nicht gleich da hochgefahren werden, weil dann werden ja immer so Talente kreiert, die, was dann heißt, ja, so ein Talent gab es die letzten 50 Jahre nicht. Ich meine jetzt nicht Fiete, sondern ich meine jetzt andere und das hat man bei den anderen großen Turnieren in den letzten Jahren auch schon gesehen. Gerade bei solchen Wettbewerben und dann schaust du mal nach 5 Jahre, 6 Jahre später, wo die Spieler dann spielen und es war damals vielleicht das größte Talent und es sind dann Spieler, die sitzen irgendwo in der zweiten Liga auf der Bank oder sind nicht mal in der zweiten Liga mehr dabei. Deswegen, man muss da schon aufpassen, dass man für die Jungs auch nicht die falsche Erwartungshaltung dann produziert und für denen ihr Umfeld, sondern das ist noch ein ganz, ganz harter Weg und ein ganz großer Schritt, den erst noch zu bestehen, dann ist, sich auch in jeweils in den Ländern, in den ersten Ligen dann festzusetzen. Das ist noch nicht vorhersehbar, wo die Spieler dann zum Schluss landen, weil würde mich jetzt mal selber interessieren, wenn man sieht, die letzten Weltmeisterschaften der U17, die letzten 3, wenn man die mal nehmen würde und damals die 3 Topspieler jeweils mal raussuchen würde, wo denn die dann tatsächlich, das wäre doch mal Aufgabe für euch, da mal so eine schöne Statistik zu machen. Ich glaube, da würde man manchmal erschrecken, ja, was da rauskommt, wer dann wo zum Schluss landet und andere Spieler, die da vielleicht gar nicht mitgespielt haben, aber damals genauso alt waren und dann vielleicht irgendwelche Topspieler sind. Deswegen,
Ja, mir ist es dazu viel Öffentlichkeit, was diesen Jahrgang, was dieses Alter, dieser Altersbereich angeht. Ich glaube, das wäre besser, wenn man das ein bisschen flacher halten würde. Ja, würde man nicht so eine falsche Erwartungshaltung bei dem einen oder anderen, natürlich Öffentlichkeit auch, aber bei dem einen oder anderen Jungen und Familien und so weiter auch selber schaffen und schüren. Noch eine Nachfrage der Bildzeitung, Kai-Uwe Hesse. Ja, nicht dazu, aber jetzt ist ja schon eine gewisse Drucksituation für den Verein, für die Mannschaft, für Sie. So diese schweren Spiele, die man als schwere Spiele eingeschätzt hat, die sind jetzt erstmal so ein bisschen vorbei. Natürlich ist jedes Spiel schwer, ist mir auch klar. Aber Hertha und Stuttgart ist halt jetzt auch eine gewisse Erwartungshaltung in Richtung Punkte. Wie sehen Sie das denn? Ja, ich nehme immer das Punkte oder das Punkteziel nicht als oberstes Ziel. Für mich ist das Wichtigste, wie unsere Mannschaft spielt, und dann kommen immer die Punkte hinterher. Du holst die Punkte dann, wenn du anständig Fußball spielst, wenn du deine Jobs gut erledigst und wenn du ein gutes Spiel ablieferst, dann gibt es nie Phasen, dass du dann nicht punktest. Deswegen Punktedruck kann einen erdrücken, kann eine Mannschaft auch erdrücken, kann auch ein Umfeld, kann einen Verein erdrücken. Deswegen, klar wissen wir, dass wir da zu wenig davon geholt haben, aber das jetzt oben drauf zu setzen und zu sagen, okay, es geht nur um die Punkte, sondern es geht in erster Linie darum, gut zu spielen, einen guten Job zu machen auf dem Platz, und dann kommen die Punkte dazu und dann können wir davon profitieren. Martin Sander nochmal für die Welt. Schließen, was auch mit meiner ersten Frage zu tun hatte. Sie sagten ja gerade, gut spielen, dann kommen die Punkte. Ich meine, Sie haben in den letzten 7 Spielen einen Punkt geholt. Da muss ja doch irgendwie auch der Wurm drin sein. Also da wollte ich nochmal nachhaken. Was meinen Sie in so einer Schnellanalyse, was da so der Knoten ist, der zum Platzen gebracht werden müsste? Wie meinen Sie mit einer schnellen Analyse? Ja, also irgendwie klar, es mehrere Gründe, warum ein Team nicht in der Spur ist. Ich habe ja gerade nachgefragt, ob da vielleicht auch die einzelnen Mannschaftsteile irgendwie, ich meine, Bayern ist kein Maßstab, klar, aber auch die Spiele davor. Fehlt dir so ein bisschen das letzte Quäntchen? Ja, ist richtig. Und ich bin ja nicht jetzt jede Woche da, um jedes Mal einen Rückblick über 7 oder 10 Spiele zu geben, sondern ich kann Ihnen jetzt über das letzte Spiel, und das haben wir aufgearbeitet, und da haben wir diese Woche vernünftig dran gearbeitet, und dann versuchen wir ein ähnliches Level wieder zu erreichen wie im letzten Spiel auch, und dann werden wir unsere Punkte auch einfahren. Und ich habe das auch gesehen, dass wir nicht weit entfernt waren zu punkten, und da können wir jetzt auch natürlich drüber sprechen, dass da vielleicht der eine oder andere Punkt zu wenig da ist. Es ist auch außer Frage, dass wir mehr Punkte gerne hätten, aber es war halt ja unter verschiedenen Umständen halt in den letzten Wochen und Monaten uns nicht gegeben, die Punkte zu machen. Und jedes Mal dann so in einer Analyse nach jeder Woche reinzusteigen, oh ja, was war jetzt da in den letzten 7 Spielen, ja, das machen wir nicht. Sondern besser ist, wir schauen nach vorne. Sind noch Fragen offen geblieben? Kai-Uwe Hesse nochmal. Wie stellt sich das personell da? Mit wem? Außer jetzt natürlich, was man gestern gesehen hat, Tölke, ist natürlich unschöne, heftige, traurige Geschichte. Wen müssen Sie denn sonst, sage ich mal, streichen in Ihren Planungen, und wer wackelt noch? Ja, mit Bjarne ist natürlich bitter, das muss man schon sagen. Der Junge ist jetzt gerade zurück aus seiner Verletzung und hat hier einen großen Teilriss von der Syndesmose sich gestern geholt. Für ihn hart, ja, es ist die Vorrunde gelaufen und er muss dann wieder von vorne sich herankämpfen. Gute Besserung für ihn auf jeden Fall, und wir werden ihn da unterstützen, dass er da wieder auf die Beine kommt. Vasi ist noch nicht einsatzfähig, der darf noch nicht voll trainieren. Also Janjicic, Gideon ist klar, ist gesperrt, und ansonsten hoffe ich, dass alle soweit einsatzfähig sind, was bis gestern jetzt alles auch gut aussah. Da muss er nochmal nachhaken. Nicht nachhaken, aber Sie haben es ja zumindest von der Anordnung ähnlich trainiert wie beim Bayern-Spiel. So viele Verteidiger hätten Sie dann wahrscheinlich nicht mehr für die Bank. Nehmen Sie irgendjemanden von den Amateuren jetzt noch dazu, oder wie machen Sie es? Die Situation hat sich hinten nicht verändert zu letzter Woche. Wir hatten letzte Woche auch wenig Spieler für die letzte Reihe dann noch im Kader oder auf der Bank. Hätte ich ihn noch verschieben können, wir hätten Wallace auch noch dabei gehabt. Das muss man schauen. Wir wissen auch noch nicht, ob wir mit 3er- oder mit 4er-Kette spielen. Das ist auch noch zum Schluss offen, wie wir es machen für das nächste Spiel. Aber
Ja, wir müssen schauen, was da die besten Alternativen wären und wie wir dann auch gegebenenfalls wechseln könnten. Ja. Und wenn ein Spieler unserer Meinung nach bereit wäre, dass er schon den Kader aufrücken kann, das wäre jetzt dann natürlich einer aus unserer U19 ein weiterer oder aus unserer U21, dann müssen wir das schauen. Aber Bjarne war jetzt eigentlich eingeplant, ja, dass er wieder aufrücken kann, und das hat sich jetzt leider gestern zerschlagen. So, dann ist jetzt, glaube ich, alles beantwortet. Jo, dann vielen Dank für das Interesse an der heutigen PK. Danke.